Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, der Marco. Ja, heute wieder aus dem Büro, also aus dem Hinterzimmer und nicht aus dem Ladenlokal. Und ich habe euch heute mitgebracht eine Anbruchflasche. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich hole mir jetzt immer mal wieder Flaschen aus dem Ausschank. Und in dem speziellen Fall habe ich euch eine Flasche aus dem Hause Wolfburn mitgebracht. Nämlich den Wolfburn Aurora, es steht Sherry Oak drauf und mein Wissensstand ist, dass dieser Whisky nicht zu 100% aus Sherry Oak besteht. Man darf mich gerne korrigieren, aber ich meine, es ist eine 50-50 Abfüllung, 50% Bourbonfass, 50% Sherryfass. Wir haben 46 Volumenprozent ohne Farbstoff, ohne Kältefiltration und die Flasche kommt in der schmucken Umverpackung daher. Und ihr werdet es wahrscheinlich sehen können, wir haben einmal hier oben das Logo von dem Seawolf, wie er denn heißt. Und hier ist er so ein bisschen leuchtend auf der Verpackung mit drauf. Zu der Zeit, wo dieses Design entstanden ist, das ist schon aus dem 16. Jahrhundert, hat es oben in Torso, also Torso ist so die letzte oder die nördlichste Stadt am schottischen Festland und hier ist auch die Brennerei in einem kleinen Industriegebiet ansässig. Seit 2013 war die Gründung und ich meine, ich wäre 2014 oder 2015 da gewesen und das war die erste Brennerei, die ich mir angesehen habe, die nicht diesen klassischen Oldschool-Brennerei-Charakter hatte, sondern man hat im Grunde genommen eine Leichtbauhalle, die ein klein bisschen erinnert an die Hallen, die unsere Bauern aufstellen, wenn sie irgendwo ihr Heu trocknen oder ihre Mähdrescher oder sowas unterstellen. Und der erste Blick auf das Gebäude war ein klein bisschen ernüchternd. Und dann habe ich gesehen, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Verrücktheit die das machen und wie kleine Fässer sie am Anfang verwendet haben. Und das war irgendwie sympathisch. Also was auch sympathisch war, es gab kein Visitor Center, es gab nicht die Möglichkeit, da offiziellen Besuch zu machen und trotzdem, die Jungs waren gerade am Arbeiten und haben sofort alles aufgemacht und haben uns reingelassen und haben gesagt, na klar, könnt ihr gucken, kommen, schaut euch um. Und genau diese Region, also wie gesagt, das Logo entstanden im 16. Jahrhundert, war zu der Zeitpunkt wohl sehr wolfsverseucht. Ja, also es gab sehr viele Wölfe. Und darüber hinaus gibt es halt ein Fabelwesen, den Seewolf. Und man sagt, dass dieser Seewolf wohl, wenn man ihn sieht, Glück bringen würde. Und so haben sich die Jungs diesen glücksbringenden Seewolf aus der Sage raus als Wappentier genommen. Und sie gehen noch ein bisschen weiter, was irgendwie ja auch häufig mit mystischen Dingen verbunden wird. Die Abfüllung, die ich euch heute mitgebracht habe, ist der Wolfburn Aurora. Aurora kommt in dem Fall vom Nordlicht, also Aurora Borealis. Und jetzt muss ich euch was gestehen. Ich bin zwar nicht unbedingt der sehr wahnsinnig viel reist, aber einer meiner Träume oder was ich unglaublich gerne mal erleben würde, ich würde unglaublich gerne in einem dieser Holzblock-Iglos, also es gibt so Holzhütten, die nach oben hin eine große, offene oder verglaste Kuppel haben und mit der man halt im Norden sich das Nordlicht, dieses grüne Schimmern und so weiter anschauen kann. Und das würde ich, das würde ich unglaublich gerne mal sehen. Bin aber ehrlich, bin bisher dafür zu geizig gewesen und denke auch immer, Tourismus steht ja auch ganz stark in der Kritik, dass wir damit unsere Natur halt noch mehr kaputt machen. Und mein Empfinden ist, das ist so weit in die ja doch noch relativ unvorgedrungene Natur, dass ich mich immer frage, muss ich das in meinem Leben gesehen haben, um glücklich zu sein, oder tue ich damit der Welt unterm Strich viel mehr Schaden, dass ich für mich eine Freude mache. Aber wenn ich einen Wunsch erfüllt kriegen würde und wenn ich quasi schnipsen könnte und ich wäre da, dann würde ich das unglaublich gerne mal sehen. Aber jetzt kommen wir zum Whisky. Wie gesagt, 46 Volumenprozent, Hälfte Bourbon, Hälfte Sherryfässer und
Die erste Nase, die ich habe, ist hellfruchtig, süß. Fast schon ein bisschen Kaugummi-mäßig. Apfel. Dann aber auch rote Frucht. Leichter alkoholischer Pritzel, aber nicht wirklich schlimm. Ja, und alles in allem, also was man so in der Nase riecht. Mild, gefällig, keine Ecken, keine Kanten. Kann ich mir gut vorstellen, dass der lecker ist. Ich bin ehrlich, ich habe mir vorher die Whisky Base Bewertung mal angeschaut und war ein bisschen überrascht. Die war echt mies. Und deshalb bin ich überrascht. Die Nase ist deutlich besser als das, was ich erwartet habe. Und dann wollen wir doch mal schauen. Wie er schmeckt. Auch hier. Weich. Jetzt habe ich zur Speiseröhre hin eine leichte Wärme, Schärfe. Wäre für mich schon zu hoch gegriffen. Auch hier helle Früchte, eine leichte Malzigkeit, einen ganz leichten Anklang von Holz. Es entsteht eine schöne Wärme, die sich langsam von der Speiseröhre zurück hocharbeitet und ein bisschen intensiver wird. Der Whisky liegt roundabout bei Mitte 40 Euro. Und ich muss gestehen, ich kann die Negativbewertungen so nicht teilen. Ich finde, das ist ein angenehmer, wärmender, fruchtiger, süffiger Whisky, den man vom Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, so voll trinken kann. Und mit dem man, und das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend, mit dem man noch eine kleine Brennerei unterstützt, die natürlich genauso wie alle anderen auch Geld verdienen will, aber die nicht zu dieser großen, riesigen Kommerzfabrik gehören, die wir an anderen Stellen ja durchaus haben. Und von daher, doch, bestimmt, also jetzt nicht unbedingt was für Leute, die 500 Whiskys im Regal stehen haben und sagen, ich suche den neuen Kick, ich suche die neue Herausforderung, aber für Leute, die einfach bodenständigen, vernünftig, gut gemachten Whisky trinken wollen, ja, why not? Mitte 40 Euro, vernünftiger Whisky, Welt, was willst du mehr? Kinders, ich trinke den leer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns garantiert relativ schnell wieder. Euer Marco von den Whisky Shots. Ciao! Guck mal, jetzt.